Fasnacht 2017 von Breitenbach wird Ihnen präsentiert von Hydrospeed AG, Karosserie Remo Schmidt AG, Landgasthof Wieseskreuz, Borer TV und der Auto Wiedematt AG. Sensationelles Wetter im Fasnachtsumzug 2017 in Breitenbach! Sensationelles Wetter! Es geht auf nichts Besseres! Wutz! Wie ist es, wenn man so einen wunderschönen Tag hat und man merkt, es funktioniert alles gut? Es ist ja so, es ist einfach geil. Man kann es einfach nicht anders beschreiben, es ist einfach geil. Wir haben so lange planen, wartet auf den Tag und dann haben wir so schönes Wetter. Man kann es einfach nicht anders beschreiben. Du hast gesagt, so lange planen. Wie lange sind wir jetzt schon am Arbeiten auf den Tag? Also die erste Sitzung haben wir Ende August, September gehabt. Dann alle Monate Sitzung. Bis zur Fasnacht eigentlich, ja. Und was müsst ihr alles machen? Also was tun ihr alles koordinieren? Also wir schauen, wie viele Wege das kommen. Dann natürlich müssen wir die Wege noch abnehmen. Wir verkaufen noch Plagetten verkaufen und die eigenen Dorfplagetten. Ja, es ist eben schon ein bisschen Arbeit, die man muss machen. Und dann habt ihr ja alles im Griff zahlen. Also wie viele Wege sind da? Wie viele Guckenmusiken sind da? 30 Wege und 12 Guckenmusiken. Wir sind alles geile Siegen hier. Und wir die Roger Federer und Stan haben gesagt, das sind so super Typen, die zwei, die machen so viel für uns. Das ist ein gutes Motto. Und jetzt ist natürlich noch wunderschön, dass der Roger auch noch den Titel gewonnen hat. Ja, das finde ich auch schön. Super Sache. Jetzt kriege ich Konfetti und eine Rose aufs Mal. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Soll ich jetzt froh sein oder traurig? Nein, froh sein, danke. Was gehört dank dazu? Dass man den Frauen auch mal eine Rose geben kann. Oder eben auch Konfetti. Oder eben auch Konfetti, ja. Also Roger, was findest du am geilsten an der Breitenbacher Fasnacht? Was ich am geilsten finde an der Breitenbacher Fasnacht, das herrliche Wetter, das die hier immer haben. Und das Fest, die vielen Leute. Und dass wir es einfach alle zusammen gut haben miteinander. Jetzt haben wir auch noch einen Gucken bei uns. Fabian, kannst du uns erzählen, wer ihr seid? Ja, wir sind Guckenmusik Hirzenfeger von Breitenbach selber. Sie sind 40 Mitglieder und haben gerade so Freude bei diesem Wetter können spielen. Wie lange sind Sie schon dabei? Wie lange gibt es euch schon? Gründungsjahr ist 1980. Ja, jetzt sind wir im 36. Jahr. He? Gleich und 40. im Jahr 2020. Und es macht immer noch Spass? Ja, es wechselt natürlich immer wieder von den Mitgliedern. Also ich bin jetzt unterdessen die am längsten dabei ist. Aber wir haben ja Setting, die jetzt eben schon über 10 Jahre dabei sind. Aber ja, ich glaube, solange es Spass macht, machst du mit. Auf jeden Fall. Jetzt, euer Kostüm ist ja ganz außergewöhnlich. Also ja. Brille mit Uhren drin, genau. Oder so. Kannst du uns etwas über das Kostüm erzählen? Ja, das ist Steampunk. Das ist eine Bewegung, die eigentlich in Amerika vor allem populär ist und hat jetzt letztes Jahr so Deutschland erreicht. Und wir haben Mitglied gehabt, in Amerika war, hat das uns eigentlich so ein bisschen am Anbruch. Wir gefunden haben, das ist etwas Spezielles, das wollen wir eigentlich austragen. Und jetzt, dieses Jahr, hat es auch bei uns in der Schweiz eigentlich Anklang gefunden. Ja. Also von Amerika auf Breitenbach sozusagen? Fast. Ich bin so,
was ist so geil? Wieso bist du jetzt auf diesem Wagen? Also, ich bin seit 1985 hier dabei. Wir sind Horn für Zund Breslach. Und wieso ich dabei bin und was so geil ist heute, schauen wir mal das Wetter an. Also, wir können dem Herrgott nur danken. Und was ist da genau? Kannst du uns eures Süsche ein bisschen erklären? Also, ich sehe da. Wir sind Troll. Und zwar, wir machen jedes Jahr an der GV, machen wir, kann jedes Mitglied kann zwei Vorschläge bringen. Und das, was wir Lust haben, spielen wir einfach durchspielen. Und dieses Jahr haben wir Troll als Thema genommen. Vorher habe ich bemerkt, ihr habt ja ganz spezielles Zeug in die Luft abgeworfen, weil weißt du, es gibt ja Essen bei euch, jetzt Seifige, Deos. Ist das ein Zufall oder ist das so gedacht? Nein, da haben wir tun einen Sponsor anfragen. Wir sind für jeden, der uns sponsort, eigentlich richtig froh, damit dass wir den Leuten etwas rauswerfen können. Und da denken wir jedes Mal schon denen, die uns, ob das ein Gutzi ist, ob das irgendwie ein Waschpulver ist oder ob das irgendwie sonst etwas ist, wo wir den Leuten auswerfen können, sagen wir Dankeschön. Was ist denn das Coolste, wenn man so auf einem Wagen ist? Was ist das Beste daran? Also ich bin seit 32 Jahren dabei. Ich finde es so cool, damit dass wir den Leuten etwas zurückgeben können. Es ist eine Tradition. Und irgendwie müssen wir das auch erhalten können. Die Fasnacht irgendwie den Leuten beizubringen. Etwas, das man ausspielen will und das können überbringen. Rahel, ich lande dir, um auf dem letzten Wagen noch ein Stückchen mitzufahren. Was ist für euch für ein Gefühl, der letzte Wagen vom Umzug zu sein? Es ist eigentlich mehr so, wir sind aus Versehen der letzte, weil wir eine Platte auf dem Weg hierhin und dann haben wir dann glücklicherweise noch flicken, aber dann sind wir halt als letztes eingeteilt worden. Aber das ist ja nicht so schlimm, oder? Das ist toll, das Beste kommt am Schluss. Genau, das ist ja so. Wie ist das jetzt für dich, hier auf dem Wagen zu und Fasnacht machen? Das ist mega toll. Also, ich bin jetzt das erste Jahr dabei und es ist einfach ein mega tolles Gefühl. Und halt zu wissen, dass man das alles so zusammen gemacht hat, auch als Gruppe. Und ja, ist toll. Es sind so viele Leute da. Wie ist das so, wenn alle zuschauen? Es ist mega toll, weil man kennt auch viele Leute. Und es ist einfach toll, auch mit denen zu reden und halt den Kindern Freude zu machen. Und es ist einfach lustig. Es ist, Fasnacht ist einfach eine Zeit, um zusammenzukommen und Spass zu haben. Es ist eigentlich ein Zusammenkommen voller Freude. Das ist das Schönste, finde ich. Also gut, jetzt geniessen wir noch die Aussicht, gell? Also. Fasnacht 2017 Breitenbach, super Sonnenschein, alle zufrieden, ganz viel Konfetti, ganz viel Musik. Die Fasnacht 2017 von Breitenbach ist Ihnen präsentiert worden von Hydrospeed AG, Karosserie Remo Schmidt AG, Landgasthof Wiesesrütz, Borer TV und der Auto Wiedemann AG.